So, wir sind hier bei Mordors Schatten, sollen Hurgon folgen, haben gerade diesen Grog-Karren für seine Männer gesichert und rücken nun zum Monument des dunklen Herrschers vor. Ich bin sehr gespannt, endlich mal wieder ein bisschen Hauptquest-Action hier. Hatten ja lange ein bisschen Nebengeplänkel, was aber auch Laune macht einfach, muss ich sagen. Lass uns gehen. Ja, bin direkt hinter dir, mein Freund. Ja, in dieser Festung hatten wir auch schon spannende Gemetzel. So, wo ist das Monument? Ich meine, es müsste diese riesige Sauron-Statue sein. Aber vielleicht muss ich mich auch eines Besseren belehren lassen. Ist da hinten eine Pflanze? Ja, was ist denn das? Gucken wir uns mal kurz an. Gesundheit erneuern, doch. Sieht aus wie ein toter Ork. Erdenbrot. Ja, ist ja gut, Hurgon. Da bin ich. Entspann dich. Oh, tote Uruks, das ist niemals gut. Warte, es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule, sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Was bist du denn für ein Kämpfer, bitte? Das glaube ich ja jetzt nicht. Ja, Hurgon wird angegriffen. Der muss ja ein bisschen für sich selber sorgen können. Hurgi, bist du? Der wird überhaupt nicht angegriffen, ey. So, war's das? Das war ja dramatisch. Wo läufst du denn hin, Junge? Der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Das kenne ich. Na gut. Wollen wir doch mal einen groben Blick schweifen lassen. Verwüste das Lager. Okay, wir müssen erstmal. Hey, erzähl uns doch nochmal, wie du die Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe! Den Spaß gönne ich dir nicht! So, den Karagor befreien wir nachher, aber wir müssen erstmal. Diese fiese Schattenkreatur beobachtet uns schon seit einer Weile. Ich habe sie gehört, kann sie aber nicht sehen. An die Schützen ran. Das wird erstmal das Elementarste sein. Wer sieht uns hier? Bitte? Ich wäre letztens fast in Flammen aufgegangen. Feuer und Flamme also für den Job. So wünscht man sich das. So, Kollege. Du hast dich da oben mal verziehen. Ich guck gerade mal. Ja, sind schon noch einige. Ich werde den Vorposten von Otto nie wiedersehen. Ich glaube nicht. Da werden zu viele Sklaven durchgeschleust. Ihr habt recht. Sie werden alle woanders hingeschickt. Ein oder zwei Tage sind einfach nicht genug, um sie ausführlich zu foltern. So. Nummer 1. Dann können wir gleich auch noch mal den Karagor freilassen. Und Ghule. Jetzt geht richtig die Party ab. Wir bräuchten eigentlich nur noch einen Sitz in der ersten Reihe. Na los, hoch ja, Talion. Könnten natürlich auch den Karagor zähmen. Wäre natürlich auch eine coole Sache. So, zack. Wie ging das nochmal? Ich hab's einmal gemacht. Achso, ja, das war ja recht easy, ne? Stirb, Junge. So, zack. 7 von 8. Wo ist der letzte? Da hinten. Und der ahnt nichts Böses. Er ist auf einem Karagor. Goldrichtig. So. Zehren wir das Ding nochmal auf. So. Und steigen ab. Hurgon, ich glaube, wir sind soweit. Das ging schnell, ich weiß, aber. Alles gut. Um den Karagor macht ihr keine Sorgen, mein Junge. Ah, wir können ihm nur zu Fuß folgen, okay. Jetzt hätte ich den jetzt gerne auch mitgenommen, aber gut. Da liegt doch noch ein Rühnchen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Was haben wir hier schön? Das haben wir irgendwann mal liegen gelassen. Oh, Zerschmetterung, das ist relativ Billo-Scheiße. So, was guckst du so böse? Mach eine Ansage.
macht der denn? Das ist ganz wir wichtig, beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Du im Busch und ich im Kampf, das ist Seite an Seite für dich, okay. Kann man so interpretieren, muss man nicht, lieber Hörgern. Okay. Waldläufer, bleib hier. Ebenfalls in Deckung. Gule umschwärmen Durtan. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Soll ich jetzt kommen? Ja, folge Hürgon, aber er sagt, Waldläufer bleibt hier. Ach, das ist ja auch, also... Diese Waldläufer können sich aber auch nicht... vielleicht meint er Waldläufer, die Waldläufer sollen hier bleiben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, Durtan, die Festung. Gule scheinen sich hier kundzutun. Kleines Festmahl abzuhalten. Es soll ihnen vergönnt sein. Still, ihr Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Oh oh. So. Das war ihmchen. Den Pfeil hätte ich gerne wieder, Kollege. Habe ich den aufgesammelt? Ich hoffe. So, und ab dafür. Da haben uns die Gule ausnahmsweise mal geholfen. Sammeln sich zu unseren Füßen. Wer hat uns denn da gesehen? Naja. Sie greifen uns an! Na, kommt her! Zwei Gule, oder was? Nein. Okay, Hürgi. Ich werde mal deinem kleinen sinnlosen Geschwinge von Schwertern Einhalt gebieten. Ich bleib am besten mal bei meinem Kollega hier. Um da wirklich ein wenig gütig mitzuhelfen. Was ist das? Sieht ganz danach aus. Tja, die Gule sind halt echt lästig, aber gegen die Uruks können sie einem helfen, wie man hier sieht. So, meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. Den Kamm. Da unten ist der Grog-Karren. Okay, sichere das Gebiet. Ich oder du oder wir? Wie sieht's aus? Sei bereit, Talion. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Ich überlege, ob es ratsam ist, hier den Karagor mitzunehmen, aber ich glaube, wir sollten da lieber so sneaky wie möglich versuchen, erstmal viele Männer auszuschalten. Da wird sicherlich auch noch ein Karagor sein. Es ist so still. Irgendetwas ist hier faul. Tja, tote Uruks, die sind eigentlich immer faul, aber die liegen eigentlich in ganz Mordor rum, also das kann es eigentlich nicht sein. Das ist der größte Vorposten, wir werden gleich überfallen. Hürgon, mach das nicht! Kuhle, Karagor. Das ist natürlich mal eine nette Kombo. Ja, Hürgon wird angegriffen. Kann ich hier auf den Karagor? Danke. Ja, Hürgon, kleinen Moment. Ich bin gleich da. So, erstmal den Artgenossen hier plätten. Hürgon, wie geht's dir, mein Junge? Ach, easy. Oh, haben wir ihn gerade umgerannt? Das tut mir leid. Ich glaube, das war's, oder? Naja, wenn es weiter nichts ist, das kriegen wir doch all day long, mein Freund. Ein Feind ersetzt den nächsten. Wo? Ich sehe gar keinen Karagor. Bin ich blind? Nö, ist auch nämlich nix. So, da. Ja, da bauen sie die Statue. Vor uns erhebt sich das Monument. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Bald wird das Monument fallen. Boah, mit den Sklaven, das sieht krass aus. Sieht aber auch irgendwie geil aus, also als Ork. Sieh, Waldläufer. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Boah, 17 Wachen. Die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind,
Uiuiui, da sind ein paar mehr. Einer der Häuptlinge hat wegen der Hexerei des Tags völlig den Verstand verloren. Das habe ich auch gehört. Hat sich so oft nach Angreifern umgesehen, dass ihn jemand umgebracht hat, weil er sich wie ein Feigling verhielt. Tja. So dumm sind eure Häuptlinge gar nicht. Hast du das gehört? Hier gibt's nichts als ein paar alte Felsen. Ich weiß nicht, was manchen tut. So, Kollege, du wirst auch nochmal mit einer Schleichtötung eliminiert. Das war knapp, aber es hat geklappt. So, jetzt aufpassen. Hier werden überall ja, Schützen lauern. Oder zumindest mal Wachen. So, auf dieser Ebene kann ich niemanden ausmachen. Hier mal direkt über die Mauer türmen. So. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrottet. Moment! Ich rieche etwas. Oh oh. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele aufmerksam geworden sind. Es scheint zumindest dieser Typ hier zu sein. Jo, das war's mit ihm. 4 von 17 haben wir. Oh, das ist jetzt auch nicht die beste Quote, aber... wird kommen. Wo sind die denn alle? Das kann recht wenige ausmachen. Okay, da vorne. Hauptsächlich... haben sich wieder in die Haare gekriegt. Warum versucht er es überhaupt? Der kann nicht gewinnen. Okay, ist doch ein recht großer Vorposten. Eieiei, es sind doch auch recht viele. Das ist zu kalt. Das ist zu nass. Das ist zu dunkel. Worüber beschwerst du dich? Er beschwert sich nicht. Das ist nur, was die Sklaven immer sagen, wenn sie gerade nicht um ihr Leben flehen. Da drüben hat sich etwas bewegt. Ja, hat es das? War es vielleicht nur deine Todesangst? So, ich weiß jetzt nicht, wie viele auf uns aufmerksam geworden sind. Wir sollten auf jeden Fall mal ein wenig Abstand gewinnen. So, da unten ist nur ein Karagor. Weiß ehrlich gesagt auch nicht. Dann los, lass dich halt fallen. So, kriegen wir die 6 Wachen hier? Ja. 6 einmal terrorisiert. Damit sollten wir die restlichen eigentlich auch ganz gut geplättet bekommen. Jawohl. Wer gehört? Stopp zum Tor! Auf geht's, Männer. Verteidige den Grockkarren. Ich kümmere mich um die Uruks. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Naja, wir machen die Arbeit und du machst nichts, Zögern. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. So, ein wenig Combo-Action. Satisfaction. Ja, doch schon einige Uruks, die hier Fuß gefasst haben, möchte ich mal meinen.
Es sind ja doch einige Mitstreiter, die wir durchaus haben. Zack, Bodenhinrichtung. Oh oh. Du dreckige Sau. Schieße den Schützen in den Kopf, eliminiere die Schützen. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Zack. Nein, ich habe ihn doch in den Kopf geschossen. Was zur Hölle, ey. Na gut, Elbengeschosse können wir gut gebrauchen. Was zur Hölle hält der Typ aus? Danke. So, wir müssen aufpassen. Wo ist der letzte Schütze? Scheiße, da. Zack. So, schnell, schnell, schnell. Oh, 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 explodiert gleich, explodiert. Ja, der ist doch gleich Schrott. Das sind der Norokai, na gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es hinkriegen. Ja, die Schützen, ey. Mein Krogkarren ist gleich schon kaputt, ey. So, wo ist der letzte? Zack. So. Ja, ganz ehrlich, der Grogkarren ist schon so Schrott. Naja, gut. Na los, Talion. Na, doch noch eine gewisse Distanz hier wieder zurücklegen müssen. Halt's Maul. Bullshit. Was soll ich denn da machen? Verteidige den Grog, ja. Komm. Ich kümmere mich um die Uhrs. Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Wir hätten ein bisschen schneller sein sollen mit den Schützen. Das war einfach ein bisschen das Ding. So, jetzt haben wir hier schön viele Urkai. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Grundlage. So, gleich dürfen auch Los Schützers kommen. Boah, die richten wir jetzt aber hier ganz gut hin. Wohin richten? Gute Nacht, mein Junge. So, schieb, was das Zeug hält, Kollegen. So, da haben wir sie. Los Drecksäckers. Ärgerlich, dass es eben nicht gleich beim ersten Mal geklappt hat. Aber gut. Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Nein, sind die woanders? Man braucht echt aufgeladene Schüsse. Leider. So, zack. Wo ist der letzte? Müsste jetzt da oben sitzen, ja. Zack. So, ja, der Grogkarren hat jetzt schon mal nicht so gelitten. Hälfte ist er noch am Leben. Ich weiß nicht, ob man die Urukis überplätten sollte, aber die werden ja immer wieder neu kommen. So viel Damage hat der Karren jetzt dabei zumindest nicht genommen. Und Hälfte geht noch. Oh, wenn du ein bisschen hinne machst, Talion. Eliminiere die Schützen. Jo. Ich habe es mir fast gedacht, dass hier wieder neue auf mich zukommen. Zack. Das ging fix. So. Wollen wir doch mal sehen. Ah, die werfen natürlich ihre Äxte da drauf, aber es macht kaum Damage. So, keine Ahnung, ob wir jetzt noch ein drittes Mal Schützen kommen. Ich könnte es mir gut vorstellen. Die Äxte fliegen. 30 Fuß noch. Na komm, Baby. Oh, wir waren eben so dicht dran wahrscheinlich. Scheiße. Gute Nacht, Sauron. Schlaf gut.
War nett, mit dir Bekanntschaft zu machen, Kollege. Exekutiert. Gute Arbeit. Und eine geile Mission, das muss ich mal sagen. Gute Abwechslung zu den Nebenquests. Mal wieder ein wenig Hauptmission. Zufrieden, mein Freund? Du hast ihren Untergang besiegelt. Mein Volk glaubt, es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. Was wird das für Folgen haben? Wir werden es herausfinden. In den nächsten Folgen. Das dunkle Monument Gortor, der grausam abgeschossen. Zusätzliches Ziel auch noch mitgenommen. Es scheint, als wäre ich im Tode für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben. Belohnung sind 150 Mirian-Punkte. Die Schwarze Hand und seine Hauptmänner sind die wahren Monster. Ja, das kommt gleich. 220 haben wir. Ich guck gerade. Ne, da geht gar nichts. Leider. Sie werden zurückkehren und diese Menschen vernichten. Tja, dann sollten wir uns diesem schwarzen Hauptmann mal in der nächsten Folge annehmen. Das werden wir auch machen. In diesem Sinne, euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.